Action, hallo, hier ist wieder der Rizzo. Heute Folge Nummer 11 und wir kochen heute wieder zu zweit. Und ich habe Aline Liliensieg eingeladen aus dem Autohaus Liliensieg in Dippoldiswalde. Und wir kochen heute gemeinsam ein gebackenes Fischfilet, in der Hinsicht heute ein Lachsfilet mit einem Kartoffel-Zitronenstampf und geschmolzenen Tomaten und ein Gurkenrelish dazu. Bleibt dran, ich freue mich auf euch. Bis gleich. Und hier ist auch schon die Aline. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Danke, dass du ihr gefolgt bist. Gerne. Auf jeden Fall. Aline hat den Weg heute hierher gewählt zu uns nach Konradsdorf. Und wir haben uns natürlich wieder vorneweg Gedanken gemacht, was wir zusammen kochen. Also ich habe mir Gedanken gemacht. Genau. Du hast mich gefragt, was kochen wir denn überhaupt? Da ich gemerkt habe, dass du auch eine Leidenschaft hast zum Wassersport, also in der Hinsicht spielst Wakeboarden. Richtig. Also ein cooler Sport und im Winter Snowboarden. Richtig. Also alles, was mit dem Brett zu tun hat, habe ich mir gedacht, wir machen ganz einfach mehr Fisch. Tu mal einfach mal ein Fischstäbchen anders interpretieren. Habe ich vorhin schon gesagt, wir machen ein gebackenes Lachsfilet, Kartoffel-Zitronenstampf dazu und ein paar geschmolzene Tomaten und wie gesagt den Gurkenrelish. Für dich Gurkenrelish im Prinzip, das ist eine würzige, süß-saure Geschichte, die eigentlich auch in der englischen Küche verwendet wird. Und das wird dein Part sein. Hast du schon mal gemacht? Nee. Dann zum Glück nicht. Dann tun wir dir das natürlich hier ganz einfach auch zeigen. Sehr schön. Ganz wichtig dafür, die Zutaten halt. Gurke, Paprika. Wir brauchen, nehmen uns noch eine rote Zwiebel halt mit daher. Dann nehmen wir uns noch eine Cayenne-Schote. Dann brauchen wir Apfelessig und ein bisschen Zucker. Genau, davon setzen wir uns erstmal so einen kleinen Sud an. Und die Sachen müssen wir richtig fein klein würfeln. Okay. Und ich weiß, dass du das kannst, weil wir haben schon das ein oder andere Koch-Event miteinander gemacht. Genau. Ganz einfach, die Gurke ist eine Bio-Gurke, die habe ich jetzt hier schon gewaschen für dich. Die werden wir einfach nur so erstmal schneiden. Das wäre jetzt hier deine Müllschüssel. Dann halbieren, vierteln, der Länge nach das Kerngehäuse raus. Ohne Kern, okay, gut. Ohne Kern, weil das wässert halt so sehr. Ne? Wir wollen halt nicht das Gurkenwasser haben, sondern wirklich diese knackige Gurke. Und dann schneiden wir es in kleine Würfel. Das heißt wahrscheinlich nochmal das Viertel, was wir dann haben, nochmal der Länge nach halbieren und dann streifen und dann kleine Würfel. Ganz also wirklich kleine ganz Würfel. Klein, so alles klein wie es geht. Dasselbe machen wir mit der Zwiebel, mit der Paprikaschote und mit der Cayenne-Schote. Die ganz einfach auch ohne Kerne verwenden. Hm. Ne? Ja. Wenn du Handschuhe brauchst, habe ich da drüben noch liegen. Ja, besser ist. Und genau, weil du hast ja deinen Nachwuchs mit oder euren Nachwuchs. Genau. Ne? Die Lia, wie alt ist sie? Die ist jetzt heute 4 Monate. Cool. Und die fände es bestimmt nicht so geil, wenn ich mit Chili-Händen rankomme. Deswegen sind Handschuhe auf jeden Fall eine gute Idee. Siehste? Und das haben wir da drüben liegen, gebe ich dir dann rüber. Genau, in der Zwischenzeit mache ich die niederen Arbeiten. Kartoffelschälen? Jawohl, mein Job. Einer muss, ne? Genau, also Feuer frei, würde ich sagen, gut, oder? Auf die Plätze, fertig, los. Also du wirst erst Scheiben und dann längs geschnitten haben. Oder erst längs schnitten. Am besten, genau, erstmal der Länge nach, komplett halbieren. Und dann wirst du die Mitte raus, ja. Genau, dann vierteln. Gut. Und dann das Kerngehäuse raus. Perfekt, du kannst das. So. So, Aline, du bist ja nun jetzt aufgrund der Tatsache, dass du ja Mutter geworden bist, ja, nicht mehr im Job momentan tätig. Also du bist im Mutterschaftsurlaub, ne? Genau, also ich gönne mir mal eine Auszeit. Du gönnst dir eine Auszeit. Was durchaus ganz schön sein kann. Und genieße gerade die Zeit mit Neugeborenen, richtig. Noch kurz vor Corona noch schnell auf die Welt gekommen. Eine schöne Zeit, oder? Ja. Und sie vergeht halt so schnell, ne? Wenn du schon sagst, 4 Monate. Das ist jetzt schon krass, ja.
Genau, und vor Lia warst du, oder bist natürlich immer noch, klar, im Autohaus Liliensieg in Dippoldiswalde. Genau. Verkäuferin. Genau, für also ich bin Automobilverkäuferin für alle unsere Hauptmarken. Also das sind vorwiegend ja Audi und VW und Volkswagen Nutzfahrzeuge. Also sowohl auch die großen Sachen, also wer einen Sprinter, einen Transporter oder irgendeinen Spezialumbau braucht, das kriegen wir hin, ne? Kein Problem. Und dort bin ich jetzt schon seit, oh Gott, wie lange bin ich denn da? Seit 7 Jahren. Und jetzt halt mal ein Jahr in Babypause, genau. Aline, wir haben uns kennengelernt vor, schon ein paar Jahre her, ne? Das sind bestimmt auch schon 5 Jahre, würde ich schätzen. Da war der Grüni noch in Aktion, oder? Ja. Also ja. Über die Cooking Lounge, ja, ne? Also genau. In Dresden, also in der Cooking Lounge im Dynamo-Stadion haben wir irgendwann mal, damals waren wir, glaube ich, noch Gast und nicht ausführender Partner, gekocht mit dir. Richtig. Später haben wir dich dann selber gebucht, um mit unseren Kunden bei dir zu kochen. Das war natürlich auch sensationelle Veranstaltung, Kundenevents für eure Kunden. Genau. Um halt dort ein bisschen Lockerheit mit reinzubringen. Es entstehen wunderbare Gespräche beim Kochen. Kontakte pflegen, hegen und dazu natürlich noch was Schönes, leckeres Essen und zubereiten, selber zubereiten. Das macht natürlich in meinen Augen auch Spaß. Ja, immer Top-Abende auf jeden Fall. Gutes Kundenfeedback auch, weil man kommt sich doch mal ein bisschen näher am Herd und tauscht mal ein privateres Wort aus. Das hilft auf jeden Fall auch in der Beziehung. Und das machen wir halt gerne auch mit Geschäftskunden, wo ein Fuhrpark dahinter steht. Damit man auch einfach weiß, was braucht der andere, auf was benötigt der, und da kennt man sich ein bisschen besser und kann das eher schon einschätzen, was so alles gebraucht wird. Und es fetzt halt immer. Es gibt immer gutes Essen, es gibt guten Wein in der Regel. Richtig. Und die Abende gingen auch immer recht lang. Ich sag mal, das Ambiente ist natürlich auch unschlagbar trotz alledem, ne? Für so eine Eventgeschichte, eine Koch-Eventgeschichte. Also ja. Die meisten kennen das Stadion ja bloß gefüllt. Und das sind auch immer gerade für die eingefleischten Fußballfans, die waren immer ganz begeistert, das mal leer zu sehen, dann abends, wenn es so schön beleuchtet ist. Auf jeden Fall. Schöne Sache. Heute ist die Niki nicht mit dabei. Die hat sich entschuldigen lassen und hat uns im Prinzip hier ein sensationelles Gesteck vorbeigebracht. Aber das zeigen wir euch später, was sie da wieder supermäßiges zusammengezaubert hat. Also aus dem Nicoles Blumenatelier in Freiberg. Genau. Seid gespannt. So, ich habe jetzt mal ganz flugs die Kartoffeln geschält. Wird denn das hier klein genug? Traumhaft. Gut. Traumhaft. Das wollte ich nur hören. Richtig schöne Brunoise, so nennt man die, ne? Richtig kleine Würfelchen. Und ich sehe, ja. Die Fingerhaltung tipptopp, das läuft. Ich bin ja da etwas vorgeschädigt. Ich weiß, ob du das weißt, meine Eltern haben ja selber eine Gaststätte. Das wusste ich bis dato noch nicht. Als kleines Kind war das schon immer. Also ich bin ja damit aufgewachsen mit Gästen, Tourismus, Bewirten, Gästezimmer. Deswegen, naja, da lernt man halt beim Großwerden schon so ein paar Griffe. Richtig. Mein Papa ist gelernter Koch. Ja. Okay. Ja, dann natürlich auch kommt deine Affinität zum Kochen halt da schon zum Tragen, oder? Also wenn du selber auch kochst. Auf jeden Fall. Eine große Leidenschaft ist uns auch sehr wichtig, also mein Mann und mir, dass wir halt auch viel in der Natur draußen unterwegs sind, mit den Kindern unterwegs sind. Also zu unserem kleinen Sonnenschein haben wir ja noch 2 große Jungs von meinem Mann, die jetzt 9 und 10 Jahre alt sind, und die lieben das natürlich auch, mit uns dann im Winter unterwegs zu sein oder im Sommer. Coole Sache. Da ist natürlich bei euch richtig Leben in der Bude, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau, die Kartoffeln werden wir hier noch ein bisschen mit Salz würzen, auf jeden Fall. Das ist ein Bergkernsalz aus Österreich, aus dem Salzburger Land. Mhm. Dort, wo ich sonst manchmal Skifahren gehe oder fahre. Und das finde ich für mich mein Favorite. Ja. Ne, mein Salz. Es hat reichhaltig an Mineralien, siehst du halt hier. Deswegen. Das ist kein raffiniertes Salz, sondern wirklich halt. Also es ist keine Mischung, sondern das ist wirklich, dass das Salz richtige Farben hat. Bergkernsalz. Ne? Cool. Dort ist aber das Thema, hatte ich letztens schon gesagt, die Salz. Quelle versiegt langsam, das heißt, da gibt es wirklich nicht mehr viel. Die sind auf der Suche nach einer neuen Quelle, wo sie halt wieder fördern können. Ne? Gut, Kartoffeln sind angesetzt. Jetzt mache ich noch für das Relish im Prinzip den Ansatz aus dem Apfelessig und dem Zucker, also brauner Rohrzucker. Das sind jetzt mal hier so locker
3 Esslöffel. Dann geben wir hier den naturtrüben Essig dazu, sodass der Boden halt hier schön bedeckt ist. Und lassen die Sache mal richtig schön einkochen. Dazu noch eine Senfsaat. Nicht, dass ihr euch wundert, Elia ist nicht allein da drüben. Nein, ne? Natürlich nicht. Gut, das lassen wir ein bisschen einkochen. Dann kommen noch dazu im Prinzip die roten Zwiebelwürfel, die Cayenne-Schotenwürfel. Die Würfel kannst du dann ruhig hier komplett reinmachen. Die werden wir dann ein bisschen einsalzen. Die Gurken mitten brauchen wir gar nicht mehr. Die können wir so nebenher schnambulieren. Wer die auch immer gerne isst, oder ja, vielleicht eben. Hat der Robert noch einen Gin mit dabei, da kann er sich noch einen Gin Tonic machen. Ne? Weil Robert ist natürlich auch wieder genesen. Der Ingwertee vom letzten Mal, der hat ihm geholfen. Dann widme ich mich mal hier dem Lachsfilet. Gab es heute wieder Edeka Müller in Wilsdruf. Frisches Lachsfilet, hat mich angelacht, dachte ich mir, nehme ich. Ansonsten, wenn du kochst zu Hause, Aline, ja. Wenn momentan die Zeit da ist, ne? Also wenn sie da ist, was kommt da bei euch so auf den Teller? Also wir kochen meistens am Wochenende, ganz unterschiedlich. Also zurzeit haben wir unsere große Liebe zum Flammkuchen entdeckt. Da ein relativ einfaches, schnelles Flammkuchenrezept, auch ohne Hefe, weil irgendwie Hefe und ich, wir sind nie so die Freunde, das geht immer schief. Okay. Deswegen bin ich aber froh, wenn ich Hefe weglassen kann. Und die Kinder lieben es, Flammkuchen. Also da geht gut was weg. Ansonsten kochen wir klassisch. Also ich habe jetzt auch erst ganz frisch schöne Rinderfilets von einem befreundeten Biobauern bekommen, wo wir einfach mal ein schönes Rind legen. Oder halt jetzt Grillsaison, klar. Ne? Also wir kochen eigentlich immer so das. Wir stimmen meistens ab in der Familie, was gegessen werden soll. Bei den Kindern ist halt Flammkuchen oder Burger. Wir machen sehr gerne selber Burger in allen Varianten. Immer der Renner und dann meistens halt noch was Normales irgendwie mal so dazwischendurch. Was die Zeit auch hergibt, ne? Ich sag mal so, kochen ist natürlich auch immer, was heißt immer? Nicht immer eine zeitaufwendige Geschichte. Aber oft. Aber man kann sich ja auch gern in Familie, weil wenn ihr eine Patchwork-Familie seid und ihr habt vielleicht die Zeit, miteinander zu kochen, ja. Dann ist es doch, dann gibt es nichts Schöneres eigentlich. Ne? Also wir machen auch gerne mal Ravioli selber oder sowas, aber das ist halt echt, das ist eine Tagesaufgabe. Ne? Wenn du mit Nudelteig selbst anfängst, wird gerne gewünscht von den Kindern, wird aber dann im Endeffekt selten gemacht, weil es halt wirklich viel Arbeit ist. Okay. Und was macht ihr von der Füllung rein? Auch klassisch, oder? Jahreszeitbedingt. Also im Herbst nehmen wir gerne Kürbis. Okay. Den wir mitunter auch selber im Garten mit anbauen. Also so ein kleiner Kräuter-Gemüsegarten ist schon immer mit da. Und Zucchini machen wir mit rein oder gelegentlich auch klassisch Schafskäse, Hackfleisch. Also je nachdem, was uns gerade über den Weg läuft, was uns gefällt, was wir da reinpacken. Wir haben schon mal süße Ravioli gemacht, wo wir von den Kindern die geschmolzene Schokolade mit reingemacht haben. Das kam als Nachtisch natürlich auch sehr gut an dann. Ne? Das glaube ich dir. Und das Ganze dann vielleicht nochmal so ein bisschen in ein paar Bröseln halt so drinnen geschwenkt. Kommen wir in die Butter Richtung drüber. Genau, kommen wir in die Richtung Snowboard, Skihütte. So ein paar Topfenknödel. Ja. Genau. Die haben wir, glaube ich, auch mal zusammen gemacht. Die haben wir mal gemacht, ja. Die waren sensationell. Da freut man sich schon wieder auf den Winter. Ja, genau. Schön hier Anfang Juli. Lass uns auf den Winter freuen. Und ich habe mir überlegt, machen wir ein paar Topfenknödel? Nee, für den Sommer ist es vielleicht nicht wirklich gerade die Variante. So, jetzt kommen wir mal zum Lachsfilet. Das Lachsfilet tun wir natürlich, wenn wir das panieren, nicht mit der Haut panieren. Ne? Das heißt, wir müssen jetzt hier noch die Haut wegschneiden. Und zwar machen wir hier einfach mal einen Schnitt, 45 Grad Winkel. Und dann gehen wir hier mit dem Messer direkt schön auf der Haut lang, ziehen die Haut richtig schön straff. Das ist wichtig. So, dann einmal durch. Fischhaut. Kommt weg. Jetzt drehen wir uns natürlich nochmal das Lachsfilet und sehen hier so diese grauen, braunen Stücken oder das Fischfett, den Fischtalg nennt man das. Den schneiden wir gern mal hier raus. Dann machen wir hier einfach mal einen Keilschnitt. So. Hier gehen wir nochmal drüber. Warum schneiden wir das weg?
Weil man sagt mal, das Fischfett natürlich auch einen eigenen Geschmack hat. Und das wollen wir natürlich hier in der Hinsicht nicht auf dem Teller haben, sondern wir schneiden es ganz einfach weg. Auch die Silberhaut. Schneiden wir hier mit weg. So, jetzt werden wir uns den Lachs mal so portionieren. Das heißt, hier immer der Länge nach halb durch. Und machen uns so die Größe ungefähr eines Fischstäbchens, ne? Naja, ist ein dickes Fischstäbchen, oder? Na, das wäre schon ein schönes Fischstäbchen, ja. Oder? Obwohl die ja auch genormt sind, ne? Also ein Fischstäbchen, wenn man es als Fischstäbchen bezeichnet, muss es auch eine gewisse Größe und ein gewisses Gewicht haben. Wir machen das aber heute mal hier Freestyle. Hier gibt es immer noch alte Regeln, oder gab es eine alte Regel beim Fisch, säubern, säuern, salzen. Das ist recht oldschool, hat man halt früher gemacht, weil die Wege natürlich bis zum Endverbraucher sehr lang waren. Deswegen hat man immer gesäuert mit der Zitrone, gesalzen halt, klar mit dem Salz und gesäubert halt das Entschuppen oder Filetieren des Fisches. Aber das Säuern in der Hinsicht macht man so eigentlich nicht mehr. Die saure Komponente bei unserem Gericht wird im Prinzip das Relisch. Okay. Man riecht auch schon schön den Essig, der hier genau. Langsam aufkocht. So, Aline, ansonsten, es ist ja, die Sommerferien stehen vor der Tür. Ja. Die Jungs gehen ja mit Sicherheit dann auch nächste Woche, glaube ich, in die Ferien, ne? Genau, die Woche noch, nächste Woche, und dann sind schon wieder Ferien, ja. Dann so viel Schule war ja dieses Jahr jetzt nicht. Nee, wirklich, das können wir eigentlich abhaken und unter... Naja. Abgehakt, verbuchen, sage ich jetzt mal ganz einfach. Genau. Urlaub, geht's weg bei euch? Ja. Also sonst fahren wir ja wirklich immer sehr gerne ans Meer und auf dem Rückweg nochmal in die Berge, auch im Sommer. Dieses Jahr mit Baby war es uns aber ein bisschen zu weit. Also sonst sind wir halt gerne an der Adria unten. Mhm. Aber das sind so 1200 Kilometer, das wollten wir jetzt mit Zwerg nicht unbedingt machen. Deswegen haben wir uns diesmal für Dänemark entschieden. Sind zwar immer noch so 800 Kilometer, aber es sind schon mal 400 weniger. Okay. Und wir werden für die großen Jungs Legoland noch dranhängen. Und da leuchten geiles, schon mal die Kinderaugen. Also die sind sehr froh, dass die Grenzen offen sind, ja. Dass das Legoland wieder offen hat. Und das wird schon gut. Und dann halt noch schön Strandurlaub, Dänemark, Ferienhaus. Entspannt ein paar Tage machen. Angelt ihr eigentlich? Oder jemand bei euch? Nee, nein. Also, denke ich schon, dass es eine Affinität gäbe. Also mein Papa hat schon eine Angel, die er gelegentlich mal irgendwo ins Wasser hält, wenn er gerade mit dem Boot unterwegs ist. Also der ist früher mal Rettungsschwimmer gewesen, hat deswegen auch einen Bootsführerschein. Okay, cool. Und geht auch gerne mal auf die Havel oder so einen Bootsturn machen. Ich weiß gar nicht, ob er da immer so seine Angeln mit hat, aber wenn er die Chance hat, dann probiert das schon mal. Aber dass wir jetzt groß irgendwann in Angeln gehen, bisher noch nicht. Okay. Aber ich denke gerade auch, die Jungs, ist für den einen wäre das interessant, dem anderen wäre es bestimmt zu langweilig. Unterschiedlich sind sie ja dann doch. Also der eine ist etwas der Künstler und der Kreative und der andere ist der Aktive, der muss immer in Bewegung sein. Also den holst du mit Angeln eher nicht so in einem Ofen hervor. Okay. Aber wäre sicherlich eine Sache, ne? Gerade bei uns an der Malta, ist eigentlich auch großes Angelgebiet, haben wir sehr vor der Tür, theoretisch. Das habt ihr, dort bin ich ja auch das ein oder andere Mal gewesen. Aber ich habe jetzt mir ein anderes Hausgewässer gesucht. In der Sächsischen Schweiz bin ich da eher unterwegs. Ja. Und bei den Kindern habe ich wirklich ganz klein angefangen. Ne? Also der Große ist ja nun mittlerweile schon 18. Ja, und stimmt. Der hat die absolute Angelaffinität. Und der ist wirklich seit klein auf immer mitgegangen. Und mit dem Kleinen habe ich es genauso probiert. Und der ist genauso jetzt dabei. Früher war denen das immer zu langweilig. Ja, lange eben. Rumsitzen, warten, Mensch, ihr beißt keinen Fisch. Papa, können wir jetzt mal losmachen? Wann geht's denn los? Wann beißt denn der Fisch? Hier ist kein Internet. Ja. Und jetzt mittlerweile, Papa, gehen wir angeln? Hm. Naja. Ist halt auch eine schöne Vater-Sohn-Zeit eigentlich, ne? Absolut, da entstehen Gespräche. Hm. Sensationell. Gut, in der Zwischenzeit machen wir uns ein paar geschmolzene Tomaten. Dafür habe ich ein bisschen Olivenöl hier drin. Knoblauch brauchen wir dazu. Dann nehmen wir uns ganz einfach hier zwei Knoblauchzehen. Zweite Liebe. Hepp, bisschen anstoßen. Da mit rein.
Mit Schale. Mit Schale? Komplett wie sie ist, okay. So, und die Tomaten, die schneiden wir hier einfach so darunter. Das müsstest du, glaube ich, auch noch kennen, ne, Aline? Ja, einfach abschneiden. Das war immer so eine Deko gewesen für unsere Gerichte. Genau. So eine geschmolzene Tomate. Und hier habe ich wirklich Honigtomaten, das heißt, die haben eine wunderbare Süße. Die kosten zwar ein bisschen mehr, aber vom Geschmack her ein Traum. Wirklich ein Traum. So, die geben wir jetzt ganz einfach hier in das Öl. Das könnt ihr auch zum Beispiel im Ofen bei euch machen zu Hause. Ne? Also einfach in den Backofen reingeben. Bei 70 Grad, 80 Grad lasst ihr die einfach mal so vor sich hinschmelzen. Eine Stunde. Reicht vollkommen aus. Dazu geben wir jetzt hier noch ein paar frische Kräuter. Die frischen Kräuter mal schön anwalken. Das heißt, habe ich hier Rosmarin, Thymian, ein bisschen Salbei, damit die ätherischen Öle sich schön entfalten können. Deswegen schön ein bisschen anwalken. Hier mit dazu ein bisschen Pfeffer. Das schwarze Gold wieder mit da rein. Salz gar nicht? Euer Salz kommt auch noch. Gut. So. Und Salz nehmen wir das Feine. So, die lassen wir jetzt einfach ein bisschen anziehen. Dann gebe ich die wieder in die Kokotte rein und ab in den Ofen. Ich möchte den Ofen nur nicht so heiß stellen, weil wir ja unser Geschirr noch drin wärmen. Das heißt 60 Grad maximal. Deswegen ziehe ich die vorher mal kurz durch die Pfanne. Sonst im Ofen müsstest du es wärmer machen. Genau, sonst im Ofen wären es bei 70, 80 Grad. Ne? Aber bei 70, 80 Grad können wir den Teller dann nicht mehr anfassen. Ach komm. Das wäre dann zu heiß. So, der Apfelessig mit dem Zucker ist schön einreduziert. Das heißt, den schalten wir jetzt aus. Und deine Paprika und Gurken, Brunoise, die sehen sensationell aus, Aline. Sind schon mal klein. Das machst du riesig. Soll ich dir mal vielleicht, ich mir zum goldenen Schluss dann. Soll ich dir die abnehmen? Ja, das wäre sensationell. Habe ich ehrlich gesagt gehofft. Hast du gehofft? Ja. Robert hat mir schon die Messer schon sauber gemacht. Ein Traum. So, Zwiebelflugs geschält. Wie panierst denn du deinen Schnitzel zu Hause, wenn es bei euch Schnitzel geben sollte? Also auch ganz klassisch, also mit Eimehl und Panade, also Semmelmehl. Es gibt ja noch welche, die machen noch, ja, mit Semmelmehl. Es gibt ja noch welche, die machen noch Senf dazwischen und sowas, das ist mir aber immer zum Schnitzel nichts. Nee, mag ich nicht. Also ganz klassisch noch. Gut, ich sag mal, wenn du aus einer Gastronomenfamilie kommst, ja. Was für eine Frage, oder? Da wird auch gern geholfen. Also Schnitzel panieren, dann schön Panierstraße aufbauen und richtig. Ne, viele Hände, viel Dreck. Genau, und am besten wirklich, wenn man zu zweit paniert, weil ansonsten hast du, wenn du hier 100 Schnitzel panierst, dann solche Finger hier. Ne? Finger, genau. Die Zwiebelwürfel gebe ich hier nochmal ganz kurz in den Sud mit rein, dass die so ein bisschen ihre Schärfe halt auch verliert. Ne? Wollen wir die mal probieren, ob die überhaupt scharf ist? Gerne. Also ich bin ja selber nie so der Scharfesser, ne? Nur in Maßen. Ist du also scharf sonst? Was für eine Frage. Ja, blöde Frage. Halber Ungar. Ja, ja. Der hat Paprika im Blut. Also die halbe ist zu viel. Ich sag mal, wenn wir hier wirklich nur die Hälfte nehmen, soll ich das mal übernehmen, weil die ist wirklich ein bisschen scharf, ne? Okay. Hätte ich jetzt nie gedacht, weil du hast so gar keine Miene verzogen. Oh ja, die brennt schon ein bisschen. Okay, gut. Ja. Die merkst du. Gut. Machen wir das hier mit dazu. Dann hacken wir uns noch ein bisschen Dill, ein bisschen Koriander. Mhm. Aber vorher tun wir hier die ganze Geschichte ein bisschen einsalzen. Genau, also bei dem Relish geben wir jetzt hier etwas Salz dazu. Das heißt, wir möchten das Wasser so ein bisschen ziehen. Also sie war doch scharf. Das ist halt so bei einem 4 Monate alten oder jungen Kind. Da muss die Mama natürlich auch mal zum Baby mit hingehen, ne? Also ganz normal. So, viel Spaß. Genau, ich gebe dir Dill und Koriander. Ja. Koriander
Magst du Koriander? Jein, ich weiß, es muss an manche Sachen ran, aber wenn es jetzt nur so auf dem Gericht immer irgendwo drauf liegt, finde ich es sinnlos. Ja. So als Würze, wenn es irgendwo drin ist, ist es okay. Genau, weil es gibt Koriander, liebt man oder hasst man. Also dazwischen gibt es eigentlich ganz wenig. Ich kann ihn tolerieren. Gut, okay. Wie gesagt, wir müssen es nie übertreiben. Halt, ne? Zu viel kann natürlich auch wieder ins Seifige gehen. Das war dann zu extrem. Ich sage mal so, wenn wir jetzt erstmal alles hacken und dann geben wir das nach und nach dazu und dann probieren wir ganz einfach. Aber vom Dill kannst du ruhig feuerfrei. Gut. Und Robert? Ingwer? Ingwertee? Ja, ein bisschen Ingwer reibe ich hier auch noch mit rein. Ingwer? Der Ingwer? Ingwer und Prosecco? Das käme auf den Versuch drauf an, oder? Weiß nicht. So, hier noch ein bisschen Ingwer mit reingerieben. Also kriegt das dann noch so einen leicht asiatischen Touch eigentlich dadurch dann? Ja, oder genau. Geht's in die Richtung? Ich meine, gebackener Fisch ist natürlich auch so eine Geschichte, wo ganz einfach auch in der asiatischen Küche in Lachsfilet zum Beispiel auch in Sesam paniert wird und nochmal ganz kurz ein bisschen angebraten wird. Also es hat schon so einen kleinen Touch halt, ne? So, hier merkst du schon, hier geht ein bisschen was los, ne? Mir blubbert es jetzt. Und ein herrlicher Duft steigt hier hoch. Frische Kräuter. Knoblauch. Dann würde ich sagen, tun wir gleich mal in der Zeit den Ofen vorheizen. Den Ofen. Robert, du hast schon wieder das Schild vergessen. Kennst du den Gastrospruch? Nur wer nicht heiß anfassen kann, kann nicht heiß lieben. Genau. Aber 80 Grad ist schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen hot. Oh. So, jetzt geben wir hier die Tomaten, wie versprochen, in die Kokotte. Und schieben die ganze Geschichte, nachdem wir noch ein bisschen Zitronenabrieb dazugegeben haben. Kann man nämlich auch gleich an die zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir brauchen dann für unser Püree oder für unseren Kartoffelstampf so eine leichte Zitronennote. Und dann nehmen wir doch gleich mal hier den Anlass, das Olivenöl ein bisschen mit der Zitronenschale zu parfümieren. Sieht schon wieder geil aus. Und wenn wir das nämlich in den Ofen geben, gibt im Prinzip die Zitrone dem Olivenöl so ein bisschen die, weißt du, dieses Aroma halt mit ab. Und somit können wir das Olivenöl nehmen für unseren Kartoffelstampf. Und da haben wir wie so ein Zitronen-Olivenöl. Sehr schön. No? Also rein damit. Das ist übrigens eine Geschichte, einen schönen Rucola-Salat dazu, gehobelten Parmesan, frisch gebackenes Baguette oder ein Focaccia, eine Flasche Weißwein und ein schönes Picknick. No? Genau, gib mal Dill komplett dazu, bitte. Salz haben wir dran, Pfeffer machen wir aus der Mühle. Da kannst du ruhig mal 10 Umdrehungen reinfeuern. Schauen wir mal nach unseren Kartoffeln, ne? Ja, es waren 11. Das ist auch nicht schlimm. Kartoffeln brauchen noch einen Augenblick, das kannst du schon verrühren. Und geben hier, nachdem wir das probiert haben, wir probieren mal kurz die Marinade hier. Erst die. Das war schon in der Gurke. Schön gestockt. Süß. Sauer. Ginger merkst du, also den Ingwer. Ich würde sagen, hier mal rein damit. Du guckst noch nicht so begeistert. Nee, ich finde es total. Also, ich hätte jetzt einen anderen Geschmack erwartet. Weil du hast ja viel Essig aufgegossen. Ja. Der ist aber gar nicht mehr so. So sauer? Der ist nicht mehr so fies da, sondern du merkst auch die Senfkörner schön, du merkst aber auch die Süße, die dann kommt. Die Zwiebel
ist zwar da, aber eigentlich auch nicht. Nee. Ne? Und das ist irgendwie cool. Wir lassen das noch ein bisschen ziehen, gucken mal, wie der Koriander sich entwickelt. Ja. Gut, Aline, also machen wir dort zwei Eier rein und würzen im Prinzip das Ei ein bisschen mit Salz, ein bisschen Pfeffer dazu und geben noch einen kleinen Schluck Milch mit. Okay. Also wie immer. So, dazu noch ein Mehl, ist klar. Und Paniermehl habe ich hier ein asiatisches Paniermehl. Nennt sich Panko-Mehl. Gibt es in drei Mahlgraden. Wir haben hier den mittleren Mahlgrad. Ist im Prinzip ein Weißbrot ohne Rinde halt geraspelt, muss man sich so vorstellen. Probiert mal zu Hause Chicken Nuggets oder einfach nur euer Sonntagsschnitzel mit diesem Panko-Mehl zu panieren und backt es dann aus. Das ist eine Geschmacksexplosion im Mund, ne, weil das richtig schön kross und ist auch leichter, also geschmacklich leichter als so ein fieses Semmelbrösel. Richtig, richtig. Also probiert es mal aus, merkt euch den Berliner Stadtteil Pankow ohne dem W hinten dran. Hier muss ich allerdings gestehen, da muss ich mit dem Patrick nochmal reden, das braucht er auf jeden Fall im Sortiment bei sich. Ein Pankow-Mehl muss da rein. Also selbst beim Schnitzelpanieren oder wenn ich was paniere zu Hause, ich mache immer in das Ei eine Gewürzmischung halt mit rein oder Salz ein bisschen mit rein. Gleich auch meistens schon. Und trotzdem würze ich aber auch mein Hähnchen, mein Fisch oder mein Fleisch. Ne, damit es halt nie wirklich wie Knüppel auf dem Kopf schmeckt, sondern dass er wirklich eine gewisse Würze da ist. Beim Chicken zum Beispiel, ein cooles Chicken-Gewürz, auch bei mir im Online-Shop zu erhalten. Das müsst ihr unbedingt mal probieren, werde ich auch demnächst mal machen, wenn es das Berghändl bei mir gibt. Also, panieren machen wir hier. Nehmen wir uns den Lachs noch daher. Ich denke mal, die Kartoffeln sind bestimmt gut. Die drehen wir jetzt ein bisschen runter. Ne? Ein Schuss Milch wollten wir noch reintun hier. Richtig. Dann kann der auch gerne auch ein bisschen Schlagsahne nehmen dafür. Das macht das Ganze ein bisschen luftiger, die ganze Nummer, ne? Die Panade. Robert, du guckst schon wieder wie ein Eichhörnchen. Ne? Panade muss luftig sein. Ne? Es muss richtig Wellen schlagen auf dem Schnitzel. Ne? Gut, also. Den Lachs, hatte ich gesagt, tun wir trotzdem noch ein bisschen würzen. Das machen wir hier mit Salz. Auch ein Bergkernsalz, aber hier in dem Fall ein vom Fuße des Himalayas aus Pakistan. Da kannst du in der Zwischenzeit hier bloß pfeffern. Das machen wir mit der Pfeffermühle, genau. Lachs ist gesalzen, gepfeffert. Der kommt jetzt hier ins Mehl, wälzen den da durch. Wichtig ist immer beim Panieren, nicht jetzt nur beim Lachs, sondern überhaupt, wenn ich paniere, dass nicht zu viel Mehl an dem zu panierendem Lebensmittel ist. Ne? Schön also, hier da rein. Und die Aline, die fischt sich das da raus. Und die panierten Sachen kannst du dann direkt auf den Teller mit dem Küchenkrepp. Den schiebe ich dir mal noch ein Stück hier rüber. Ja. Und in der Zwischenzeit tun wir schon mal den Wok hier schon mal anheizen, vorheizen mit einem Sonnenblumenöl. Das heißt mit einem Öl, was einen hohen Rauchpunkt hat. Ne? Das nehme ich zum Frittieren. Sonnenblumenöl, Rapsöl kann ich auch nehmen. In Erdnussöl, Kokosfett, was auch immer. Ne? Aber nicht unbedingt das gute Olivenöl. Das brennt uns bloß weg. Richtig, solange es unfiltriert ist. Gut, das sieht cool aus. Bei einer Panade ist auch wichtig, auch selbst bei einem Schnitzel, wenn ich das paniere, dass man die Panade nicht andrückt, ne, sondern wirklich die ganz locker leicht daran kleben lässt. Das passt. Die Aline wird dann gleich die Lachsstücken halt abbrutzeln. Das geht ja relativ flux, links, rechts bloß ein bisschen hier mal kurz durch das Öl ziehen. Ich denke mal, das ist auch auf Temperatur jetzt. Also,
Jetzt testen wir erstmal, ob das Öl überhaupt die Temperatur hat zum Ausbacken. Wie machen wir das? Natürlich nicht mit dem Finger. Nicht? Nee, auch nicht mit einem Spritzer Wasser. Man könnte auch einen kleinen Panko-Krümel reinwerfen. Das kann man auch machen. Oder man nimmt halt einfach mal einen Holzspieß oder einen Zahnstocher. Der blubbert. Und der blubbert. Es müssen 162 Bläschen sein in 10 Sekunden. Zählst du mit? Zählst du mit? Du kannst jetzt die Filets abbacken. Ich denke mal, vielleicht sogar. Guck mal, wir können das irgendwie so ein Lollipop machen halt, ne? Ich denke mal, wenn wir jetzt mit der Pinzette rangehen, lösen wir die Panade wieder ab. Wie kriegst du es gewendet? Das machen wir wie in der asiatischen Küche, mit Holzstäbchen. Und dadurch, dass wir jetzt nur natürlich hier was dazugeben an Lebensmitteln oder überhaupt an Fisch, sage ich jetzt mal, da kühlt natürlich das Öl wieder ab. Deswegen gehen wir mit der Temperatur ein Stück höher. Und wenn du dann merkst, es geht jetzt zu schnell, gehen wir es wieder runter. Genau. Ritzo, du musst die Lüftung anmachen. Ja, ich muss gerade die Kartoffeln abgießen, Mensch. Kannst du nicht einfach mal die Kresse jetzt halten hier? Ah. Puh. So, schöne gegarte Kartoffeln. Was gehört noch zu einem Kartoffelpüree oder Stampf dazu? Butter, Milch. Butter. Wir nehmen Butter. Salz. Genau. Eine super Farbe, oder? Ja. Goldgelb. Also Butter haben wir dran. Wir geben noch einen kleinen Schluck Milch dazu. Nicht viel. So. Reicht uns. Und ein bisschen Muskatnuss. Bei einer Muskatnuss. Vorsichtig. Na, die ganze Muskatnuss wäre tödlich. Ja. Das heißt, wenn er hier irgendwelche Pläne habt, ne? Eine Muskatnuss wäre so eine Geschichte, aber wer isst schon so eine ganze Muskatnuss? Also der muss ja vollkommen vom Fisch bespuckt sein. Ne? Gut, also wir drücken jetzt hier die ganze Geschichte schön durch. Und wir hatten ja gesagt, wir machen einen Zitronenkartoffelstampf. Das heißt, wir nehmen uns dann gleich noch von der Tomate, von der geschmolzenen Tomate, das Öl mit hinzu. So, ob der schmeckt überhaupt? Ja, aber da kann man jetzt auch nicht so viel Fleisch machen, oder? Na oh ja, zu wenig Butter. Ja, klar. Also wenn ihr mal einen anderen Kartoffelbrei machen möchtet oder Püree machen möchtest, Röstzwiebeln dazu, ein bisschen Parmesan mit rein, vielleicht auch ein paar Oliven mit dazugeben. Also dort ist wirklich der Fantasie auch keine Grenze gesetzt. Aber so ist es ganz schön anstrengend zu stehen. Gehen wir wieder in die normale Position. Oh, herrlich. Das ist wie in Italien hier. Tomaten? Ist halt schön, die behalten die Farbe, ne? Absolut. Noch einen Löffel. Geben das hier noch ein bisschen. So, damit rein, ja. Und dann heißt es hier klar Schiff machen, aber vorher müssen wir natürlich müssen noch unseren Relish probieren. Ne? Richtig. Ob der jetzt noch Koriander braucht oder nicht. Also wegen mir braucht er es nie. Ich würde sagen nein. Nicht zu viel. Nee. Also nicht dominant. Ist gut so. Lecker. Genau. Also Finale. Reicht dir das von der Füllhöhe? Ja. Ich denke, das passt. Jetzt müssen wir das versuchen, noch ein bisschen anzudrücken halt, ne? Geht? Tidim. Sehr geil. Boah, gut. Genau.
Supi. Aline, hat mich gefreut. Immer wieder gern. War eine Riesennummer. Schönen Urlaub auf jeden Fall. Ja. Erholsame Tage. Schön im Dänemark. Wetter wird bestimmt traumhaft, oder? Hoffe ich. Und genau, wir sehen uns wieder. War mir wirklich ein Fest. Und die Lia, die war ja wirklich zuckersüß durchgehalten. Hoffe ich, oder? Ich hoffe. Zumindest ist sie jetzt gerade still. Ne? Die Oma ist gerade mit dem Kinderwagen unterwegs. Speicherkarte 1 ist voll. Jawohl. Und genau, Adi, ich danke dir. Gerne. Schaut euch mal an hier, was hier noch Schönes dazukommt. Wieder das Motto komplett aufgegriffen. Zitrone für den Fisch. Fürs Meer halt hier die Austernschalen, oder? Nee, was ist das? Muschelschalen auf jeden Fall, egal. Aber auf jeden Fall sieht es wieder sensationell geil aus. Niki, vielen Dank und wir sehen uns wieder. Macht's gut, euer Rizzo. Ciao. Ist vorbei?